Hey Leute und willkommen zu diesem Video. Ich weiß nicht, was mich heute erwartet, aber ich wurde auf Twitter und Instagram von euch bombardiert. Simon, du musst auf das Video reagieren, okay? Ich wusste, es wird heute irgendwas Krasses passieren, am 12.05. Es wurde ja lange angekündigt. Und ja, nachdem jetzt zwei Videos auf dem Kanal von Bibi nur so ein Rauschbild hatten und ihr Kanalbanner nur so ein Rauschbild hat und es schon vermutet wurde, dass es ein Röntgenbild ist und dass es Hinweise darauf liefern soll, dass sie schwanger ist, wurde es heute bestätigt auf Twitter, Instagram, whatever. Bibi ist schwanger. Ich habe das Video dazu noch nicht gesehen, aber ich habe auf Twitter schon alle möglichen Glückwünsche gelesen und Leute, die sich darüber aufregen und ihr kennt es ja, ne? Und ich habe auf Instagram dieses Bild hier gesehen und dort steht es. Ja, es stimmt, ich bin schwanger. Und ich dachte mir nur, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Also ich war wirklich, als ich das gesehen habe, ich dachte so, okay, Bibi ist jetzt 25, also ich bin ja schon ein paar Jährchen älter und ich bin persönlich noch nicht an dem Punkt in meinem Leben angekommen, wo ich sagen würde, okay, ich könnte mir vorstellen, ein Kind zu kriegen, aber jeder Mensch ist ja anders und das ist ja auch jedem Menschen komplett freigestellt. Ich bin nur überrascht, dass sie mit 25 jetzt sich entschieden hat, halt ein Kind zu bekommen. Das hat mich so überrascht, weil ich Bibi auch schon kennengelernt habe. Und das ist irgendwie seltsam für mich sozusagen, weil Bibi ist so die YouTuberin, die halt auch so Quatsch macht und Pranks und hier und da mit ihren Freunden. Und jetzt ist sie halt bald Mama. Und das ist so, wisst ihr, was ich meine? Ein bisschen mindblowing. So, ich habe natürlich Bibi direkt in WhatsApp geschrieben. Ich habe ihr geschrieben, hier, viel Glück mit allem, ich freue mich. Ich habe geschrieben, viel Glück mit allem, freue mich für euch. Und sie hat geschrieben, Dankeschön. Und das meine ich auch wirklich ernst. Ich freue mich für sie. Also für mich wäre es in meiner jetzigen Lebenssituation absolut nichts. Ich kann mir nicht mal in den nächsten 10 Jahren vorstellen, ein Kind zu kriegen. Ich werde vielleicht auch in meinem ganzen Leben kein Kind kriegen. Das weiß ich jetzt noch nicht. Ich möchte es nicht ausschließen, aber ich möchte es auch noch nicht planen. Also ich bin auf dem Moment noch nicht so weit. Aber da das ganze Internet explodiert ist, gucken wir uns natürlich jetzt zusammen das Video Changes an. Noch eine Sache, die ich herausgefunden habe, ist, dass Bibi jetzt das erfolgreichste deutsche Instagram-Bild aller Zeiten gepostet hat, denn dieses Bild hat jetzt 514.000 Likes nach gerade mal 4 Stunden. Und das vorher, soweit ich weiß, das vorher stärkste Instagram-Bild war von Shirin David, als Shirin David sich die Haare schwarz gefärbt hat. Das hat nämlich 534.000 Likes. Und das ist halt am 11. März gepostet worden, also schon eine Weile her. Und ja, da Bibi jetzt in den nächsten Stunden dieses Bild überholen wird, glaube ich, dass Bibi das erfolgreichste oder meistgelikedeste deutsche Instagram-Bild gepostet hat. Ihr könnt mich gerne berichtigen, falls es falsch ist oder falls jemand wisst, der noch ein stärkeres Foto hat oder noch ein mehr gelikteres Foto, dann ja, auf jeden Fall auch eine nette Nebeninformation. Wussten vielleicht manche noch nicht. So, okay, fangen wir an, legen wir los. Ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich sehr gespannt und ja, mal let's go. Thank you.
Oha, ein Verlobungsring. Okay. Ich verfolge Bibi jetzt nicht so mega aktiv. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, was in den letzten Videos alles so passiert ist, aber ist das auch neu? Oder hat Bibi sich schon verlobt? Also ich glaube, das hätte man mitbekommen. Also ich glaube, das ist jetzt auch in diesem Video dann. Ist es, also, keine Ahnung. Oder hat sie sich schon verlobt in einem anderen Video? Könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber krass, okay. Also bisher auf jeden Fall ein sweetes Video. Ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu kitschig für meinen Geschmack, aber es ist auf jeden Fall ganz süß gemacht. Aber man hat ja schon in den ersten Momenten vom Video quasi gesehen, worum es geht. An diesem Baumstumpf war ja so eine Herzfrequenz wie von einem, ja, von einem Herz, also ja, logisch Herzfrequenz, ne? Von einem Baby und deswegen krass. Also bin gespannt, was jetzt auch kommt. Herzklopfen. Also jetzt im Hintergrund, ne, hört man. Krass, okay. Crazy. Ja, also es ist, schöner Imagefilm auf jeden Fall. Süß gemacht. Ich lese mal kurz noch mal die Beschreibung. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie komisch es ist, dieses Video jetzt endlich online zu stellen, diese Info mit euch zu teilen. Wir sind so glücklich, danke für eure Geduld. Und schaut unbedingt mein neues Instagram-Bild an. Ja, das haben wir schon im Vorfeld jetzt gemacht. Ja, auf jeden Fall crazy. Und nun haben die ganzen Promi-News-Menschen endlich wieder Arbeit. Ja, apropos Promi-News-Menschen. Promi-Flash hatte seit 4 Jahren recht, Bibi ist schwanger. Kam ja immer wieder, seit 4 Jahren so gefühlt immer wieder, dass jedes Jahr ein neues Video, Bibi ist schwanger, Bibi ist schwanger und so. Jetzt ist es wirklich so, Bibi ist wirklich schwanger. Das ist auf jeden Fall, ja, das ist auf jeden Fall crazy, ne? Das ist halt ein lebensveränderndes Ereignis. Ich hoffe nur, dass sie, dass ja, natürlich, dass alles gut läuft, dass alles klappt und ich hoffe auf jeden Fall, dass ihre Schwangerschaft gut verläuft und ich wünsche den beiden alles Gute und viel Glück. Super crazy. Ja, wenn man überlegt, Bibi hat jetzt angefangen mit YouTube vor. Also auf dem Kanal, ich gucke mal ganz kurz ihr ältestes Video. Nicht ihr größtes Video hier. Alt nach neu. Hier vor 5 Jahren. Flechtfrisur. Persönliche Vorstellung, ja, so vor 5 Jahren. Ich habe mir gedacht, jetzt wo ich meinen ersten eigenen YouTube-Kanal eröffnet habe, mache ich als allererstes mal ein Vorstellungsvideo. Ja, ne? Und dann 5 Jahre später ist sie die größte deutsche YouTuberin. Und hat jetzt ein Baby. Das ist schon crazy. Also das ist schon crazy. Ja, okay. Es haben sehr viele Leute mich zugespammt auf Twitter, Instagram. Ich soll unbedingt darauf reagieren. Ich hoffe, ihr konntet mit meiner Reaktion etwas anfangen. Ich hoffe, ihr konntet euch gut unterhalten fühlen. Ich muss an dieser Stelle sowieso mal sagen, ich finde es super cool, wie viele Leute Spaß an dieser ganzen Geschichte haben. Also, dass wir uns diese gemeinsamen Videos angucken. Viele schreiben mir jeden Tag: Ey, durch dich habe ich so viele coole neue YouTuber und so viele coole Videos gesehen, die ich sonst gar nicht gesehen hätte und bla und sowas. Und das freut mich, dass wir zusammen auf YouTube eine coole Zeit haben. Und ja, falls ihr mehr sehen wollt, ich mache jeden Tag mindestens ein Video hier. Könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Und ja, lasst der Bibi schöne Grüße da. Schreibt ihr mal ganz liebe Grüße. Und das war's mit diesem Video. Ich bin
Also, es ist schon, sowas anzugucken, es ist halt schon ein großes Ereignis irgendwie. Auch wenn es jetzt, also, versteht mich nicht falsch. Jeder, fast jeder Mensch bekommt in seinem Laufe des Lebens mal ein Kind oder sowas. Also, es ist jetzt nichts total Weltbewegendes, aber das ist schon, ich glaube, in dieser Dimension, auf YouTube gab es das noch nicht. Also, so eine einflussreiche Person, dass die sozusagen ein Kind dann jetzt bekommt und sowas. Also, es ist schon, da werden auf jeden Fall noch die nächsten Wochen sehr viele Leute drüber sprechen. Und ja, ich wünsche den beiden alles Gute und hoffe, dass in der Öffentlichkeit alles, ja, ich wünsche den beiden auf jeden Fall alles Gute. Und euch auch. Tschüss, bis morgen. Tschüss.